So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir, ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, aber ich glaube, wir haben die Arena gemacht, ja haben wir. Und ich habe mich spontan dazu entschieden, da es nicht anders geht, ich habe jetzt keine Lust in dieser Folge Stunden nach einem Kaper dort zu suchen. Und die nächste Angel gibt's woanders. So, was ich sagen wollte, Decay. Du wirst jetzt leider Surfer lernen. Du kommst wieder mit ins Team. Ah! Ja, okay. Ganz ruhig, Kollege. Gut, Gron kriegt mal eine Pause dann so lange. Bam, 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 bam. Denn wir wollen ja auch noch unser liebes kleines Pokémon-Eichen ausbrüten. Doch, du, du, du. Okay. Es tut mir ein bisschen leid. Aber, naja, was soll ich machen, ne? Ich kann halt nur einem Pokémon in meinem Team die Attacke beibringen. DK. Versucht Surfer zu lernen. Oh Gott. Ja, der Trümmer, Mogelhieb. Mogelhieb ist eigentlich so eine coole Attacke, aber... Na, es muss sein! Wir haben nichts anderes, was Surfer kann. Die Decay hat Mogelhieb vergessen und die Decay lernt Surfer! Wow! That's so fucking epic! So, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt direkt mal weiter, oder... Wir haben so viele Möglichkeiten, was wir jetzt tun könnten. Wo ist der Typ? Wir holen uns einfach mal die Angel. Einfach nur, damit wir sie komplett haben. Scheiße, der Typ steht woanders. Nein! Das heißt, wir können uns einfach so auf den Weg machen. Haben wir Schutz? Moment, wir könnten einen Tentacha fangen. Da hätten wir ein anderes Pokémon, was Surfer einsetzen kann. Das heißt, wir haben könnten das eigentlich Decay direkt wieder vergessen lassen. Da-da-dam, ist vor allen Dingen nicht so gut hier mit einem Knackleon. Oh! Moment mal, das zählt aber noch für die Route oben, oder? Verdammt! Verdammtes Scheiße! Verdammtes Scheiße! Das kann ich nicht fangen! Ich darf nicht! Ich darf nicht! Ich darf nicht! Honey, du bist so langsam! Why are you so slow? Du bist immer noch so langsam! Flieh! Hallo! Na gut, immerhin kriegst du nicht allzu viel Schaden. Wow, hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Okay. Terra, it's your turn to go on the top und so. So, mal kurz nachgucken. Karte hin. Ja, das ist immer noch Route 104. Erst ab hier darf ich wieder fangen. Ab hier erst wieder. Und da darf ich nochmal fangen. Gut, ich habe noch zwei Routen offen. Geil. Dann wollen wir die doch mal abrasen. Und was kriege ich? Wingull. Nochmal ein Wingull oder ein Tentacha wäre auch cool. Hallo. Oh mein Gott, du hast dich voll erschrocken. Der blaue Himmel, das friedliche Meer. Es ist so friedlich. I see what you got. I see what you... du hast nur einen Meryl. Level 27. Ist ein bisschen hoch, ne? Nicht wahr? Nehmen wir mal Furienschlag. Furienschlag ins Gesicht. Und ein Furienschlag ins Ohr. Ein Volltreffer. You are so fucking awesome, Terra. Ja, gut. Dam, 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 dam. Mit Furienschlag haben wir immer noch wahrscheinlich eine höhere Chance, mehr Schaden zu machen als mit Schnabel. Hier, ich kann es euch demonstrieren. Plop. Nacht. Naja. Nicht allzu viel aus, nicht wahr? Wir müssen mal bessere Attacken lernen. Wenn sie denn einmal treten. Oh, oh. Rollout. Not good. Mach 70 Mal Schaden. Terra. Why? Gesang. Warum? Okay, jetzt wird's ein bisschen knapp. Ja, jetzt wird's in der Tat ein bisschen knapp. Das war gerade auch ziemlich riskant, wegen Volltrefferchance und so. Gut, dann... Ja, richtig. Du darfst wieder aufräumen, mein guter Freund. Dum, 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 dum. Aua, hör mal auf. Aber gut, das ist nicht sehr effektiv, macht also auch nicht allzu viel Schaden. Stärke sollte ausreichen. Bam, voll ins Gesicht. Mann, ey, muss ich wieder klären hier. Ich habe verloren, weil ich nur herumhänge, rumhänge. Ja, muss mal nicht so viel abhängen. Dann würdest du auch nicht so verlieren. Okay. Wir haben gar nicht mehr wirklich viele Tränke. Das gefällt mir auch nicht so wirklich.
Aber für die Route reicht es schon. Wir haben immer noch kein wildes Pokémon gesehen. Hallo. Ah, und es ist ein... ein Tentacher. Na gut, ich liebe Tentacher. 35. Are you shitting me? What the fuck? Okay. Gut, warum nicht? Gesang! Oh Gott. Ich versuch's einfach mal instant zu fangen. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Man weiß ja hier nie so genau. Superball zeigt die Macht, die in dir steckt. In ein Hall. Wir sind hier nicht in ein Hall. Ha, ha, ha. Aua, ich hab mich gestoßen. Wow. Holy shit. Für Tentacher wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Tentacher nimmt Sonnenlicht auf und bricht es in seinem Körper mit Hilfe von Wasser, um es in strahlenden Energie umzuwandeln. Dieses Pokémon verschießt Strahlen aus seinen kristallartigen Augen. Möchte Tentacher einen Spitznamen geben? Jo, ich guck mal auf meine schlaue Liste. Moment. So, Tentacher, diese Banausen, stand nicht auf der Liste. Aber ich nenne es jetzt einfach mal... Ich hoffe, du magst Tentacher, falls du das hier überhaupt siehst. Ich habe ja keine Ahnung. Ich nenne es jetzt Sabaku von Sublexful, die Sabaku. Denn es ist weiblich. Ja, es ist weiblich, genau. So. Cool. Sabaku wurde auf den PC übertragen. Wunderbar. Hätten wir das Pokémon für diese Route auch. Und ich lass mich mal raten, was das Pokémon für die nächste Route sein wird. Okay. Ja, ich bin mal ganz gewagt und würde einfach mal tippen. Es könnte... Oh Gott! Mein Körper fühlt sich im Wasser so leicht an, als hätte ich abgenommen. Na Mensch, jetzt wisst ihr, warum alle mal schwimmen gehen, nicht wahr? Weilmeer! Oh, schön. Ich glaube auch auf dieser Route hier kommen gar keine Wingull. Ich glaube, hier kommen sowieso nur Tentacher, wenn ich drauf rumsurfe. Bin allerdings gerade unsicher. Und warum zum Teufel hat Terra so viel Schaden? Ach ja, ich wurde ja einmal von Säure angegriffen. Plop. Okay, das gefällt mir aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel Damage. Vor allem, weil ich weiß, dass dieses Pokémon ebenfalls die Attacke Roller Walzer beherrscht. Ja, ich bin irgendwie total im Englischen wieder hängen geblieben. Oh Gott, und viel zu viel Schaden damit macht. Nee, nicht fliehen, das funktioniert sowieso nicht. Kannst du irgendwas Vernünftiges... Das muss wieder DK machen. Aha. Da-dam. Bam. Da-dam. Guck mal, vor lauter Ehrfurcht schlägt es sowieso schon direkt daneben, weil er weiß, oh mein Gott, hier werde ich niemals durchkommen durch diese verdammte Wall. Ich meine, guckt euch diese KP an. Ich liebe Hariyama. Harima auch, den sowieso. Da-da-da-dam, die Kerre, Level 58.000. Na, immerhin steigt der Angriff ganz ordentlich. Weimer. Aram-bam-baram-bam-baram-bam. Ja, ich bleib mal auf die K. Ah. Die brauchen definitiv noch Trainingseinheiten. Terra und Honey. Weil ihre Attacken so schlecht sind. Könnt ihr euch nicht eigentlich mal so instant entwickeln einfach? Ja, das dauert noch dauern. Honey erst auf 35 und Terra glaube ich auch erst auf, wenn ich glaube, 38. Auf jeden Fall jenseits der 30 erst. Deswegen, naja. Dam, dam, dam. Wird's aber noch herrlich, wie ich mir das vorstellen muss, wie wir auf einem Hariyama hier durchs Meer surfen. Ich find's auch unglaublich, ehrlich gesagt! Ja, ich weiß, dass du das unglaublich findest. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich hoffe, ich habe... Superschutz. Ja, why not? Superschutz. Und ja, wundert euch nicht, ich möchte, wie gesagt, hier ein bisschen ausführlich sein in diesem... Ach ja, stimmt, das Level. Das wird hier uns nicht viel bringen, wenn die Viecher auf Level... Ach... Egal, Terra ist schneller, oder? Natürlich bist du nicht schneller. Tentacher ist nämlich recht fix unterwegs, müsst ihr wissen. Hallo, aber doch nicht so fix, oder? What? Alter, wie langsam seid ihr denn alle an meiner Spitze des Teams hier? Thank you. Gut, dann muss ich mal umdisponieren, damit mir das noch nicht mehr passiert. Und wenn ich auch schnell genug bin, kommt jetzt mal Jesse nach vorne. Na komm, Jan. Schön. So, das ist auf jeden Fall schneller. Oder schnell genug.
Dim, 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 dim. Und jetzt kann ich direkt wieder wechseln. So, der Typ da hinten hat entweder Gesteins-Pokémon oder Kampf-Pokémon. Ich hoffe mal auf zweites, dann kann Terra hier nämlich was Gutes reißen. Hier in der Gegend soll eine mystische Felsen geben. Weißt du etwas darüber? Ja, genau genommen schon. Ja, da können wir später ein legendäres Pokémon fangen. Ein Sander. Na gut, dann hat er halt ein Boden-Pokémon. Gut, dass ich überhaupt richtig lag. Mit gar nichts, was ich so hier von mir gebe. Furienschlag. Oh yeah, das macht fast Schaden. Nochmal. Schade. Schlitzer. Das ist die Marcel-Attacke. Furienschlag. Komm schon hier. Ich wollte gerade sagen, 3 ist das Mindeste, was ich sehen möchte. Terra, warum? Ich möchte dich doch nur trainieren. Ha! Voll in die Augen. Oh, komm schon. Sei doch nicht so fies. Du willst es doch auch. Na, dann triffst du jetzt gerade mit jeder Attacke. Ja. Jetzt noch ein Volltreffer. Und alle guten Dinge sind 5. Wer kennt das Sprichwort nicht? Okay. Und Gnadenstoß. Bam. Dürren. Dann bam. Immerhin ein wenig Erfahrungspunkte. Ein Sandar mehr, das lasse ich doch mal jemand anderen machen. Wie wär's mit... DK, DK! Ja, natürlich, wer wieder sonst. Das passt halt. Det macht er schon. Dim, dim. Ich weiß auch schon, mit welcher Attacke. Los, DK! Surfer! Oh yeah! Boom! Das muss aussehen. Ja, aber der Spezialangriff von Hariyama ist sowas von für den Arsch, dass das sowieso nicht viel Schaden macht, aber... Ich finde die Vorstellung einfach zu geil. Stell dir mal vor, so ein Hariyama mit einer Sonnenbrille im Hawaii-Hemd auf einem Surfbrett auf so einer riesigen Welle. Aloha! Und los geht's. Ey, die räumt die ganzen Erfahrungspunkte hier ab. Ich habe zu sehr über die Felsen nachgedacht, sodass meine Pokémon schwach blieben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Du bist einfach nur scheiße. Daran liegt's. Dum, 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 dum. Du, du, du. So. Nach oben surfen würde uns wahrscheinlich hier nichts bringen, aber ich gucke trotzdem mal, ob da ein Trainer eventuell auf uns wartet. Auch wenn ich es nicht glaube. Oh doch, tatsächlich. Noch jemand anderes? Nope. So, hier finden wir später ein Regice. Oh yeah, Spoiler. Hallo Typ da unten. Hallo. Na? Im tiefen blauen Meer schwimmen, das ist die größte überhaupt. Das ist das Größte überhaupt, nicht die Größte. Wow. Und gegen solche Pokémon kämpfen ist der Traum eines jeden Meisters. Generell eines jeden Trainers. Aha! Lecker, lecker, lecker. Lecker Fischfutter für unser kleines Vögelchen. Ich brauche dringend TMs, die ich dir beibringen kann, Terra. Das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Oder du lernst von selbst einfach mal irgendeine übelste Imba-Scheiße. Wie wär's damit? Aber daran sieht man wieder, Carpador sind schnelle Pokémon. Ihr seht, es darf anfangen. Immerhin. Irgendwas muss es ja können. Ja gut, es entwickelt sich so Garados. Ich will mal nichts sagen, aber... Trotzdem, ein Wingull. Das darfst du ebenfalls machen, Terra. Da-dam, da-dam. Altaria, also die Weiterentwicklung von Barblu, was Terra hier ist, braucht zwar auf Level 100 nicht allzu viele Erfahrungspunkte, also um Level 100 zu erreichen, allerdings sind diese Pokémon, die generell nicht so viel Erfahrungspunkte brauchen, am Anfang meistens schwerer zu trainieren. Ihr seht das an der Erfahrungspunkte, wie ihr Balken... Oh Gott, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wie der Balken steigt... Wenn wir das mal mit DK vergleichen, DK ist eins dieser Pokémon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, die 1.460.000 Erfahrungspunkte brauchen, um auf Level 100 zu kommen. Allerdings levelt es hier gerade extrem schnell, weil es noch ein niedriges Level ist. Das ist ja der Clou dahinter. Versteht ihr? Verstehen Sie? Ja, quasi, meine Damen und Herren. Ja. Ja, so geht das. Gut. Das machst du mal auch. Oh, ich möchte Lauch. Aus meinem Bauch, wenn ich eintauch, ich hab den Brauch, jetzt war ich leider auf dem Takt raus, schade.
Weißnebel lässt nach. Jesse ist verwirrt, Jesse ist unverwirrbar. Dachte er in seiner naiven Kundtuung. So, Jan, dann das Ganze jetzt nochmal, aber bitte mit einem vernünftigen Treffer. Ich habe aber auch Glück. Dreimal Verwirrung, dreimal selbst verletzt bisher. So, das wird mir jetzt zu kritisch, ehrlich gesagt. Ja. Komm, sag Hurra. Claire. Pandia, Pandia! Oh yeah. Dum, 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 dum. Hast du ja eigentlich schon Irrschlag gelernt? Ja. Voll bam, bam, voll verprügelt. Da fliegen die kleinen Entchen weg. So. Guido haben wir besiegt. Ich bin abgesoffen. Eiskalt abserviert, nennt man das, mein Freund. So, wir klären. Wir stellen uns auf die Route, wo wir hin möchten. Ja, ich weiß, ich gehe noch nicht weiter Richtung Baumhausen City. Ich glaube Baumhausen City. Weil, wie ich schon sagte, ich möchte ja auch schön gründlich sein. Das war's erstmal mit der Pokémon Nuzlocke Challenge für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.